Hallo miteinander, ein kurzes Video von unserem heutigen Abendessen. Meine Frau hat sich gewünscht, dass wir Shabu essen. Sie liebt es über alles. Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Hier haben wir jetzt Schwein und Chicken, Pilze und da haben wir Hühnerbrühe mit Gemüse und kleinen Würstchen drin. Hier eine Chili-Soße. Ich liebe das. Ihr habt das gehört, sie liebt es. Ich auch. Hier haben wir eine süße Chili-Soße. Hier ist meine Frau fleißig am Wenden. Das ist das Schöne, ich brauche nur zu genießen. Sie macht alles. Und draußen vor dem Tor lauert der Hund und jammert, dass er nicht rein darf. Das ist Tungen. Das ist den Nachbarn zugelaufener Hund, aber der wohnt auch bei uns, der kommt immer hier rein und das ist ein großes Problem mit unseren Katzen. Der ist nämlich nicht freundlich zu Katzen und auch zu Hühnern nicht. Weiter vorne an der Straße hat jemand Hühner und da hat er schon manche gekillt und die Nachbarn haben da schon einige bezahlen müssen. Und ich habe, wie wir jetzt nach Hause gekommen sind, das Tor abgeschlossen, damit wir auch die Katzen mal in den Garten lassen konnten. Dazu. Lecker, lecker, lecker. Dieses Shabu, das gibt es auch in anderer Form in vielen Restaurants als All You Can Eat. Wir machen es gerne hier gemütlich zu Hause, ist nicht so stressig wie in den Restaurants. Und das kann man natürlich auch ganz vegetarisch machen. Haben wir auch schon gemacht. Das ist irgendeine Bohnensorte, die ist aus unserem Garten. Ganz lecker, ich mag die. Nochmal zu Tungen draußen vor dem Tor. Also wir sind ja hier drei Häuser, drei Nachbarn sind wir. Wir verstehen uns wunderbar, machen zusammen Party. Die Frauen teilen Essen miteinander, jeden Tag bringt irgendeiner irgendwas. Und der Hund lebt mit uns drei Familien. Das ist seine Familie. Er ist mal drüben bei den eigentlichen Besitzern, dann ist er bei uns, dann ist er auf der anderen Seite bei den anderen Nachbarn. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video hört, wie er jammert. Aber ich mag ihn jetzt nicht reinlassen. Es ist Feierabend, es ist am Abend. Am Anfang, als wir die Katzen hatten, da ist er gleich los und wollte auf sie. Da haben wir aber davon abhalten können. Und mittlerweile, wenn er draußen hier ums Haus streicht, hat er schon akzeptiert, dass die Katzen zur Familie gehören. Aber ich traue ihm nicht, wenn wir die zusammenlassen würden. Und die Katzen haben sich mittlerweile auch, als sie zum ersten Mal begegnet sind, die eine Katze, Bier, die hat sich gleich in Angriffsstellung gebracht und Weiß ist abgehauen und ich habe sie eingefangen und dabei hat sie mir einen fürchterlichen Kratzer über die Hand gezogen. Aber mittlerweile gucken die nur, wenn er hier draußen an der Tür vorbeiläuft, da kann man ja hier durchs Glas rausschauen. Ja. Und oder wenn er hier vor dem Fenster sitzt,
Dann sitzen die hier oben auf ihrem Lieblingsplatz. Da haben sie Aussicht raus und beobachten ihn. Naja, aber ich traue dem nicht. Und deswegen lassen wir die Katzen nur in den Garten, weil die haben dort auch beim Tor Lücken. Und Bier ist da auch schon zweimal raus. Und da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Also wir lassen sie morgens raus und abends raus in den Garten. Passen dabei auf, dass sie nicht in die Nähe des Tores kommen. Sonst ist das ganze Grundstück ummauert. Und erst wenn sie wirklich größer sind, das sind ja junge Katzen, die sind jetzt, glaube ich, how old the cats now? 4 months. 4 Monate. Unerfahren. Und erst wenn sie größer sind, dann lassen wir sie raus und dann ist es in ihrer Verantwortung, den Hunden aus dem Weg zu gehen. Hm. Und hier gibt es jetzt Pilze. Ich liebe Pilze. Fleisch. Sukiyaki-Sauce, sagt meine Frau. Oh ja, ist lecker. Nichts geht mehr. Puh. Ja. Guck mal, wen wir da haben. Die zwei Süßen. Nein. No. Okay. Das war unser Shabu-Abend. Gehabt euch wohl. Nochmal kurz hinterher. Hier sind sie, unsere Süßen, auf ihrem Lieblingsplatz. Und das Fenster mit dem Fliegengitter lassen wir auch so, wenn wir weg sind. Da habe ich einen Riegel dran gebaut, weil die schaffen es nämlich, das aufzuschieben. Aber da sitzen sie gerne und beobachten draußen. Also denn, tschüss.